So, nun ist es soweit. Herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung. Ich spreche mal laut ohne Mikrofon, ich hoffe, dass ich zu verstehen bin. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen des Peter Weißhauses. Wir freuen uns heute ganz besonders, weil es ist irgendwie, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, so eine Einmaligkeit, was für mich historisch ist, dass wir heute Cornelia zu Besuch haben, auch Michael, den Sohn. Und Jörg Sundemeier vom Verbrecherverlag wird heute die Veranstaltung begleiten, moderieren. Und vielleicht nur ein Wort, Gunilla, wir haben Gunilla 2008, seitdem haben wir Kontakt. Also eine kleine Delegation des Peter Weißhauses ist damals nach Stockholm gefahren, mit im Gepäck das Konzept für dieses Haus. Wir waren damals in Kaufverhandlungen mit der Radeberger Gruppe. Und mit der Idee auch im Gepäck, dass wir das Haus Peter Weißhaus nennen. Und ja, das ist ja auch schon ein bisschen vielleicht vermessen, sozusagen sich Peter Weißhaus zu nennen. Und wir wollten dort Gunilla befragen, ob sie dem dann auch zustimmt. Und nach dem Treffen waren wir ganz beschwingt, weil Gunilla es auch eine gute Idee fand. Und seitdem haben wir einen Kontakt zu Gunilla und auch, ich würde sagen, eine Freundschaft zu Gunilla. Und haben auch im Laufe der Zeit festgestellt, es geht da gar nicht so um Peter Weiß auch, natürlich. Also einen direkteren Draht kann man gar nicht zu Peter Weiß haben als über Gunilla. Aber wir haben Gunilla als eine besondere Person, einen besonderen Menschen kennengelernt, die viel zu erzählen hat und wo man gerne zuhört und sich inspirieren lassen kann. Und ja, insofern, kurzum, ich freue mich, dass wir heute hier sind und übergebe. Ich kann anfangen, wenn ich darf. Also, ich begrüße auch nochmal von meiner Seite aus und freue mich, in Ihrem Licht stehen zu dürfen heute hier. Und wir haben uns eben oben abgesprochen und wir haben ein bisschen kurz darüber geredet, wie wir uns den Abend denken und haben gleich am Anfang gesagt, und darauf wollten wir dann ja auch nochmal zurückkommen. Lena Palmstiermer Weiß ist 30 Jahre mit Peter Weiß verheiratet gewesen und hat mit ihm in dieser ganzen Zeit immer sehr eng gearbeitet. Aber es gibt eine Vorgeschichte und es gibt eine Nachgeschichte. Und Sie haben so eine wunderbare Formulierung, wenn wir damit anfangen, Sie haben gesagt, es gibt einen Film, der jetzt entstehen wird, ein wunderbares Interview, das unter anderem Stefan gemacht hat mit Ihnen, über Ihr Leben, über Ihre Arbeit, und darin sagen Sie den sehr tollen Satz, ich bin keine Berufswitwe. Nein, das habe ich gesagt, ich bin keine Berufswitwe. Ich bin berufstätig und das ist ein riesiger Unterschied. Und Witwe kann nie ein Beruf sein. Und ja, so wir später. Und was soll ich anfangen? Ich habe gedacht, dass ich werde anfangen, erst dieses dünne Buch zu sagen. Es ist nämlich so, dass ich habe ziemlich viel, nicht nur mit Kunst gearbeitet, aber auch mit politischen Artikeln, Kunstartikeln und so weiter. Und ich habe einen engen Freund, der auch der Verleger von Peter Weiß in Stockholm ist, Magnus Berg heißt er. Und jedes Mal, als ich eine Geschichte erzählt habe oder überhaupt etwas über mein Leben erzählt habe, hat er gesagt, schreibe mal. Nein, habe ich gesagt. Ich schreibe nicht, ich bin kein Autor, ich bin ein Bildmensch. Und das ist ein riesen Unterschied. Und dann vor ein paar Jahren hat er gesagt, er dann im Verlag Bonnisch, das ist ein großes Verlag in Stockholm, jetzt habe ich noch nur 3 Jahre. Und wenn du nicht jetzt schreibst, dann werde ich wütend und ich bin angefangen. Und das war ja nicht so einfach. Wäre ich ein Autor gewesen, hätte jedes Kapitel ein Buch sein können. Aber so ist es nicht. Sodass von Anfang hieß das, dieses Buch, genau wie Sie dann gelesen haben, Fragmente und so weiter. Man konnte meinen Titel nicht übersetzen, das ist
Spielplätze oder Spielfeld der Erinnerungen, das ist ganz flach, platt in der Deutschsprache. So, ich habe die alten Titel. Ich wollte dann die alten Titel kürzen und dann hat ich gesagt, das kann nur Fragmente heißen. Fragmente. Dann hat mein Sohn und Mitarbeiter gesagt, das geht nicht. Gerade ist ein Buch herausgekommen von, über Marilyn Monroe und der Leben der Marilyn Monroe, nicht zu viel. So, das ist der dritte und das habe ich zusammen mit einem Professor in Literatur und Theater. Er hat eigentlich mein Buch getauft. Das andere ist, dass als ich fing an zu schreiben, habe ich meinem Verleger gesagt, ich will eine strenge Redakteur haben. Und ich habe eine enge Freundin, mit der ich einen Haufen von Aufstellungen gemacht habe, und gesagt, diese Frau will ich haben. Und sie hat gestrichen und gestrichen und gestrichen. Und das könnte ein Kapitel werden. Und da kann man froh sein, weil der Titel von diesem Kapitel wäre dann Besserwisser. So, die ist etwas dünner geworden. Dann der Umschlag ist ein Foto von, wie heißt es? Pompeji. Wir waren, mein Sohn und ich, er hat eine Arbeit gehabt auf Capri und ich auch. Wir haben Pompeji angesehen und die zwei Sekunden, dass es nicht voll war mit Leuten, die da Pompeji waren und sehen Touristen, hatte diese Foto genommen. Und deswegen ist es ein Umschlag, da es hat ja auch mit einer Bühne, mit wo man spielt, wo man Gedanken hat, zu machen. An der Hinterseite ist eine kleine Salamander von Pompeji. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Und das ist das Geheimbild von meinem Verleger. Dieses Buch handelt sich nicht nur um den Peter Weiß. Ich habe ja ziemlich lang vorher gelebt, ich war jung, als ich ihm begegnete. Und da kann ich sagen, das erste Mal, als ich dem Peter begegnete, das war auf eine kleine, miese Jahrmarkt in Südschweden. Ich kam mit meinem Sohn, der war da 2 Jahre, und Peter kam mit seiner Tochter, die 8 Jahre alt war. Und wir haben das alles der dickste Mann der Welt gesehen, der ein Buch zerrissen hat und so weiter. Da fing eine Diskussion zwischen uns an. Und ich werde dann später darauf zurückkommen. Da ich will ja auch mein, heißt das Hintergrund, ich spreche ja nicht perfekt Deutsch, von Mutterseite und von Vaterseite erzählen. Und mein Name ist eine alte, hochadelige Name, Schweden. Ich kann nichts dafür, das ist so. Und dann hat er unmittelbar gesagt, auf dem Schloss, du bist auf dem Schloss geboren. Und du hast natürlich so eine Luxuserziehung gehabt. Die Diskussion fing dann an mit, dass ich wollte ihm erzählen, dass ich habe einen völlig anderen Hintergrund. Und dann zeigte ihm da, ich wollte ja auch ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe. Mein erster Mann, ich war verheiratet zwischen, als ich 18 und 21 war, war ein toller Zeichner, aber er wollte nicht mehr zeichnen. Und er hat einen Haufen von Aufträgen für Bonniers, um zu zeichnen und Umschläge zu zeichnen. Und da wir Geld brauchten, dann habe ich diese Zeichnung in seinen Namen gemacht. Dann habe ich dem Peter eine gezeigt und das war Nadja von André Breton. Das war ja der große Surrealist in Frankreich. Und Peters Antwort war damals, ich habe nie so etwas Scheußliches gesehen. Das war der Anfang unseres Verhältnisses. was ich sagen will, das ist auch, ich muss dann erzählen, wovon ich komme. Da ich bin ja, obwohl ich Schwede bin, bin ich nicht in Stockholm oder Schweden geboren. Ich bin in Lausanne geboren, eine Weile in Frankreich, dann kurz wieder in Schweden, dann kurz zurück nach, dann in Österreich. Und ich werde erzählen, warum später. Aber meine Familie,
von meiner Mutterseite. Das war damals, ach, ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, dann werden wir nicht fertig. Aber 1850 war es erlaubt für die jüdischen Leute nach Schweden zu kommen und zu arbeiten. Und mein Urgroßvater kam 1850 nach Schweden. Er kam von einer kleinen Buchdruckerei in Oppenheim, was sehr oft auch jüdische, die haben ja sehr oft mit Büchern gearbeitet. Er hat seine Gesellwanderung gemacht durch Deutschland, kam nach Hamburg und wollte nach England, ein Industrieland. Ja, er hat einen Fehler gemacht. Er ist auf ein falsches Boot gestiegen und ist in Stockholm angekommen. Da musste er seine Karriere machen. Er fing an, bei einer Buchdruckerei-Witwe zu arbeiten und hat langsam das Ganze aufgebaut. Er hat es übernommen, da das auch, er ist auch Schwede geworden. Und er fing an mit Psalmbücher und Bibeln zu verkaufen. Da es war, man musste, jede Familie musste damals, ich denke, das war auch in Deutschland, ein Psalmbuch und eine Bibel haben. Und diese hat er in sein Fenster gehabt. Und da stand es, echte Leder, billige Bibels und billige Psalmbücher. Und da kam der große Verlag Bonniers, die sind auch 1850 angefangen in Schweden und sagten, das ist eine Lüge, es ist Papier. Da hat er gesagt, das ist diese Lehre, dass man für diesen Preis bekommt. Das war der Anfang. Aber er hat dann langsam die größte Buchdruckerei in Schweden oder in Skandinavien aufgebaut. Das hieß Herzog, Peter Herzog und Söhne. Und in dieser Buchdruckerei kann man damals Strindberg und andere renommierte Autoren finden. Es war ein ziemlich witziger Mann. Er hat nicht Schwedisch gut gelernt, aber er ist dann Generalkonsul geworden und im Hof dürfte er dann vorgestellt werden. Und dann hat ein Hofmann gesagt, wie kommt es, dass Generalkonsul Herzog so schlecht Schwedisch spricht? Und er hat geantwortet auf gebrochenes Schwedisch, ja, genau deswegen, oder genau, warum Sie das fragen, ja, und warum? Schlechte Erziehung. Was ich hiermit meine, ist, dass irgendwo mit diesem jüdischen Hintergrund von meiner Mutterseite kommt auch der jüdische Witz rein. Und der jüdische Witz ist ja eine Überlebensfrage. Und diese Druckerei existiert noch, aber das hat dann andere Menschen und andere in der Familie übernommen, aber es existiert. Er hat nur Frauen angestellt. Und dann glaubt man, ach, er ist ein Feminist. Nein, die Frauen damals hat man die Hälfte bezahlt. Und da ist in meinem Buch auch eine Frauengeschichte von meiner Großmutter, meiner Mutter und ich, meine Tochter und so weiter, wie die Frauengeschichte sich entwickelt hat von 1850 bis unsere Zeit. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, diese hochadlige Seite, das ist eine Familie, die immer im Protest gewesen ist. War es links, sind die rechts gewesen, war es rechts, sind die links gewesen. Mein Großvater, der hat man dann rausgeschickt mit einem Schiff, als er 13 war. Er sollte entweder Seeoffizier oder Diplomat werden. Er ist beide geworden, aber auf eine Weise, was die Familie nicht akzeptiert hat. Er ist Sozialdemokrat geworden um die Folgejahrhundertwende. Und Sozialdemokraten oder ja, Kommunisten waren natürlich überhaupt nicht akzeptiert in eine adelige Familie. So er war ein Klassenverräter. Er hat Karriere gemacht und ist in der ersten sozialdemokratischen Regierung Außenminister und sie heißt
das Minister gewesen. Dieser Mann, seine Mutter, die Pietistin war, die hat Gott gebeten, lass diese Schande von uns weggehen. So, er war in Protest. Er wollte damals, nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Insel Åland zu Schweden gehören sollte. Es ist ihm nicht gelungen und dann durfte er nicht mehr Außenminister sein. Er hat zu wählen Bürgermeister in einer kleinen Stadt oder Botschafter in London zu werden. Und da kommt das Interessante darin, er ist natürlich Botschafter gewesen. Und hat seine Frau, meine Großmutter, mitgenommen, die eine liberale Frau war, die für Frauenrecht gestritten hat. Sie war kein angenehmer Mensch, aber sie hat in jedem Fall für die Frauen gestritten. Er war dann Botschafter in London und ist dann in die London, ja, nicht Pietist, aber Spiritist geworden. Und deswegen werde ich es erzählen, da es hat mit Deutschland zu tun. Das spiritistische Medium, das er hat gehabt, Madame Fasquieri, war eine Familienmitglied von Schumann. Und die letzten Stücke von Schumann möchte man nicht spielen, das hat ja Clara Schumann damals gesagt oder verboten. Mein Großvater hat es nicht gewusst und in einer spiritistischen Seance hat das Medium, die Pianistin war, gesagt, jetzt, weißt du, sehe ich die Kompositionen von Schumann. Was hat er gemacht? Er hat seinen Diplomatpass genommen, ist nach Berlin gefahren und hat eine von diesen Kompositionen gestohlen. Und die ist auch erst aufgeführt auf der schwedischen Ambassade 1937. Und dann war es Goodbye Ambassadeur. Das war der Schluss mit seinem. Ich war natürlich, als ich 20 war, neugierig, was ist das für ein Mann? Er lebte in Florenz und da schrieb er seine Erinnerungen, die ganz toll sind. Er versuchte auch von allen Religionen eine Religion zu machen, was man jetzt kann sagen, politisch wäre vielleicht hervorragend. Und wir haben dann lange Briefwechsel. Was ich von ihm geerbt habe, ist, existiert ein Philosoph, Swedenborg, der in Deutschland nicht so bekannt ist, aber das ist ein schwedischer Philosoph, der in London lebte. Ich habe seine Bücher geerbt und die waren auf Altenglisch und Latein. Dann bin ich in holländischen Schulen gewesen, so ich habe sowohl Latein als Englisch gelernt. Und dann habe ich auch seine Schreibmaschine geerbt. Und auf diese Schreibmaschine hat Peter einen Haufen von seinen Sachen geschrieben. Er hat genau die gleiche gehabt, eine alte weiße Maschine Remington, und die war kaputt. Sodass von meinem Großvater kam eine große Gabe an Peter Weiß, was er überhaupt, den er überhaupt nicht bekannt hat. Das war mein Hintergrund und meine Mutter, die dann von jüdischer Herkunft war, ist mit meinem Vater verheiratet und das war nicht akzeptabel damals in die Familie. Meine Mutter hat erst Kunstgeschichte studiert und dann hat sie Chemie studiert und dann ist sie Arzt geworden. Und mein Vater, der hat Jura studiert und ist ihm nicht gelungen und meine Mutter hat ihn überzeugt, Arzt zu werden. Und wir Kinder, wir waren zwei, meine Mutter 2 Jahre älter und ich, in solche Familien kennt man an sich nicht die Eltern. Das war wirklich, was man nun, heißt das auf Deutsch, Überklasse, Klassengeschichte. So, das waren Kindermädchen, das waren Fräulein und später sollte es Gouvernante sein, aber so weit ging es nicht. An sich, ich bin in Lausanne geboren, da konnten meine Eltern nicht mehr in Schweden bleiben, da war ein Familienstreit. Mein Vater ist dann nach Frankreich gegangen, um Chirurgie zu lernen.
Und nach ein paar Jahren, in die 20er Jahre, wo man sogenannte große Freiheit hat, um zu leben, wie man wollte, hat meine Mutter den Preis bezahlt für die Scheidung. Und was macht man dann mit den Kindern? Ja, die kommen in ein Kinderheim zurecht. Und mein Bruder und ich sind dann 2 Jahre im Kinderheim gewesen. Und meine Mutter ist nach Wien gezogen. Und da hat sie bei Freud studiert. Nach 2 Jahren hat sie uns geholt, dann war die Scheidung vorüber und vorbei. Und wir sind nach Wien gezogen, mein Bruder und ich. Aber sie hat kein Kindermädchen gehabt, so wir sind in ein Pflegeheim in Kitzbühel gewesen, eine längere Zeit. Dort habe ich dann als Kind natürlich Österreichisch gelernt. Das ist nicht, was man kann sagen, ein Hintergrund, die Klasse, wovon ich komme. Das war bei einem Metzger, dieses Kinderheim. Wir sind in der Schule gewesen, in Kitzbühel. Eines Tages habe ich auf ein Haus gesehen, in Kitzbühel, nach Dachau. Und da ist meine Mutter gekommen und hat uns geholt und gesagt, in diesem Land können wir nicht bleiben. Inzwischen, in Wien, in der Seminare von Freud, hat sie einen holländischen Arzt getroffen, der Neurolog und auch Psychoanalyse studiert. Ob das ob der Coach oder die waren von Freud war, das weiß ich nicht, auf den Seminaren. In jedem Fall, die beiden sind geheiratet und dann sind wir nach Rotterdam gezogen. So. Und als wir in Rotterdam waren, mein Stiefvater kam von einer hohen bürgerlichen Familie. So, ich habe dann in, das beschreibe ich genau, die Reise durch Deutschland damals. Und 1940 kam der große Anfall von den Deutschen auf Rotterdam. Und Rotterdam existierte kaum mehr. Wir wohnten in Rotterdam. So, das ist nicht ganz die Hintergrund, die der Peter gedacht hat. Das zweite war, und das ist eine Beschreibung, eine sehr lange Geschichte. Meine Mutter hat ihre schwedische Nationalität zurückbekommen durch eine tolle Botschafter in Berlin. So, sie hat dann ihren schwedischen Pass zurückbekommen. Mein Stiefvater ist im Gefängnis gewesen eine Weile während der Okkupation und ich weiß nicht, wie er herausgekommen ist und dann ist es eine lange Geschichte, wie wir langsam, es ist einzig eine spannende Spionengeschichte, wie wir zurückgekommen sind nach Schweden und das via Berlin. So, ich habe Berlin erlebt am Ende des Krieges, so, das ist natürlich nicht ganz eine normale Kindheit. Und ich war 16, 17, als ich nach Schweden zurückkam. Jetzt darfst du fragen. Ich wollte nur erzählen, dass Peter geglaubt hat, das war nicht ganz richtig. Ja. Damit kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, denn Sie haben dann ja recht jung noch, also damals noch gar nicht volljährig, begonnen, sich zu orientieren und eben sich selbst eine Ausbildung zu schaffen. Sie haben dann auch redlich studiert, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten Sie Ihr Kind dabei im Atelier und das war nicht gerne gesehen. Nein, ich bin ja ziemlich alt, weil in meinem Alter, ich bin dran, kam Kind sehr früh. War es nicht akzeptabel, dass ich war ja auch schon geschieden. Ich bin dann erst in Stockholm, ich wollte Architekt werden, davon ist nichts gekommen. Ich habe mein Abitur als 16-Jährige in Holland gemacht, aber das war nicht gültig in Schweden. Ich habe dann in der sogenannten Kunstfachschule bin ich angefangen, fand es mit Dekoration zu malen. Ich fand es unglaublich langweilig in dieser Schule. Meine Mutter ist gestorben, die vor eigener Hand gestorben. Und ich
mein Stiefvater heiratete zum vierten Mal. Das machen die Männer in dieser Klasse, die heiraten ziemlich oft. Und ich bin wieder zurückgegangen nach Holland und habe dann in Rietveld Akademie studiert und gleichzeitig, da wir Bekannten haben gehabt, zusammen, ich war sehr jung, mit einem Regisseur, der hat mich in der Staatsschauburg reingelassen, nur um zu lernen, wie man Kulissen macht, wie man malt. So handgreiflich habe ich meinen Beruf da gelernt. Gleichzeitig habe ich in einer Töpferei gelernt, wie man Töpferei, ja, das, ich kann im Traum hinter so einer Scheibe sitzen und Töpferei machen. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Ich bin weitergefahren nach Paris, ich bin in La Décorative, habe ich dann auch das, ja, was mit Bühne zu tun gehabt. Und da kann man sagen, mein Hintergrund hat einen Vorteil. Ich spreche viele Sprachen, keine perfekt, aber in der holländischen Schule habe ich gelernt, da haben wir 9 Jahre Französisch gehabt, 6 Jahre Englisch, 5 Jahre Deutsch, 6 Jahre Latein, 5 Jahre Griechisch und man konnte auch Hebräisch lernen, aber während des Krieges war das natürlich völlig unmöglich. Und da finde ich, das ist ein großes Glück, wenn man viele Sprachen lesen kann oder überhaupt ein bisschen kann. Ich bin zurückgekommen nach Schweden und habe diese kurze Heirat gehabt und sehr früh eine eigene Töpferei gehabt und deswegen, dass ich ziemlich klein bin, habe ich größere und größere Sachen gemacht. So, ich habe ungefähr 20 Wandreliefe in Schweden für das Funkhaus, für Krankenhäuser und so weiter. Und als ich den Peter traf, arbeite ich sowohl mit Bühnen als mit Töpferei. Und wir haben dann zusammen ziemlich viel gearbeitet. Nicht deswegen, dass wir zusammen waren. Wir haben ungefähr die gleiche Idee gehabt. Und ich habe mitgearbeitet mit seinen Firmen. Wir haben deswegen auch zusammengearbeitet, da wir haben überhaupt kein Geld gehabt. Und dann musste man, das kann man auch in Peters Filmen sehen, wenn man in Schweden lebt, dass alle Freunde haben mitgearbeitet. Viele sind sehr berühmt und bekannt geworden, aber damals waren wir jung und jeder hat mitgearbeitet. Und in dem letzten Film, den Peter gemacht hat, der heißt, glaube ich, auf Deutsch Mirage, das hat Hegringen, und da kann ich eine Geschichte über diesen Filmmacher erzählen. Soll ich das machen? Gerne, sehr gerne. Naja, wir haben, er wollte einen Film, und das war Dokument 1, hieß 1 und seine ersten Bücher, die ist in Schweden auf eigene Verlage rausgekommen. Und wir haben einen Schauspieler, einen Mann gehabt für die Hauptrolle, aber er ist eine Woche bevor wir anfingen gestorben. Und der Filmmaterial, wenn man jungen Leuten das jetzt erzählt, das waren 35 mm Filmmaterial. Und da kam aus New York ein Mann, Edouard Delaureau, mit 3 unglaublich großen Koffern mit gestohlenem Filmmaterial. Und dieser Film ist davon. Man konnte nur einmal jedes, man konnte nicht wie jetzt x-mal filmen. Und das zweite war, eine bekannte Schauspielerin sollte mitspielen als Frau. Die kam in Peter Jarier rein. Er wollte, dass sie tanzen sollte, 6 Wohnungen hoch auf ein Dach. Auf das Punkt von dem Dach, das ganz scharf ist. Und sie hat nur gesagt, goodbye, Mr. Weiss. Da ich Pflichtgefühl gehabt habe, ich gesagt, ich mache es. Ich habe, ohne zu tanzen, ohne zu wissen, dass es gefährlich, ja, ich wusste es, auf diese Nock von dem Dach getanzt und in diesem Film mitgespielt. Ich bin sehr schlecht als Schauspieler, aber wir müssten damals diesen Film retten. Das war eine von den, ja, Herausforderungen, die wir zusammen gehabt haben.
Und da ist es logisch gewesen, dass wir auch weiter zusammengearbeitet haben. Und da kann ich oft zurückkommen auf Mara und so weiter. Ich kann natürlich auch eine unglaublich lange Geschichte über den Peter erzählen. Das ist beinahe ein anderer Vortrag. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Wir sehen ja jetzt auch die ganze Zeit Arbeiten von Gunilla Brahms, Gerhard Weiß, die hier gezeigt werden. Und jetzt eben, jetzt sind wir bei den Bühnen, eben hatten wir die großen Wände. In dem Film haben Sie mal erzählt, dass Peter Weiß, der mit Ihnen ja auch an den Wänden gearbeitet hat, dann als Herr Palmstierna angesprochen wurde, was ihm gar nicht gefallen ist. Das war natürlich nicht einfach. Man hat ja sehr wenig über, man weiß eigentlich hier sehr wenig über den Peter, was alles im Schwerin passiert ist. Ich muss sagen, das war ja ein Glücksfall, dass Peter nach vielen Jahren veröffentlicht ist geworden hier bei Surkamp. Da kann man nicht von wegkommen. Die Geschichte ist noch nicht erzählt, aber was man kann erzählen ist, dass wir lebten im Altstadt in Stockholm. Das war eine Teil der Stadt, die nicht teuer war. Und da lebten die meisten Künstler, Schriftsteller und so weiter. Und es war eine sehr intellektueller Kreis von Leuten, ein politisch sehr bewusster Kreis. Darüber sagt man hier kaum. Man hat das Gefühl, dass Peter ist entstanden 1959, als er zum ersten Mal veröffentlicht geworden ist in Deutschland. Aber dass er mehr oder weniger schon zwei Generationen in Schweden gelebt hat, das wird sehr wenig. Es war ja damals auch so, dass teilweise Sie das Geld in die Familie mitgebracht haben. Er hat als Maler gearbeitet, zu der Zeit noch in den 50er Jahren, aber das war dann schon die Endphase. Er hat die Filme gemacht und er hat eben auch in Schweden ja bereits einige Bücher publiziert, aber noch nicht mit besonders durchschlagendem Erfolg. Dann, eben wie Sie gesagt haben, 1959, 60 kommt bei Surkamp der Schatten des Körpers des Kutschers in sehr kleiner Auflage, in 1000 Auflagen, aber es beginnt sich bereits Peter Weiß herumzusprechen. Und dann kommt Marat des Saar 1962 in der Uraufführung am Schillertheater. Und das ist der große Durchbruch, das ist der internationale Durchbruch für den Theaterautor. Sie sind in dem Beiheft zu der Uraufführung ja auch vermerkt, aber nur für Kostüme, obwohl Sie das Bühnenbild gestaltet haben und auch ganz viel für das Stück recherchiert haben. Wie kam das? Ja, es ist an sich eine Geschichte, wie man hier in Deutschland, damals war es Berlin, West-Berlin, die Frauen auch. Bühnenbild war eine Männerarbeit. So, im Programmheft steht Bühnenbild Peter Weiß. Peter hat seit langer Zeit das Bild aufgegeben. Kostümeentwürfe, ja, das ist eine Frauenarbeit und schlechter bezahlt. So, das war ziemlich logisch, dass das war meine Arbeit. Was man auch vergessen hat, ist, dass war eine auch sehr lange Vorarbeit. Peter sprach ja kein Französisch. Und dann kann man sagen, er hat ein Stück gemacht über Marat de Sade, Franzosen, französische Revolution. So, ich bin nach Paris gefahren, ich habe auch noch Cousinen, die mit Bühne arbeiten, und habe eine ganze lange Zeit in Bibliothek National gesessen, um Bilder zu bekommen für Marat. Alles, was ich haben wollte, das war ein Giftschrank. Ich wollte alles über Marat, das war merkwürdigerweise im Giftschrank. Dessart, das war verboten. Über das Irrenhaus Charenton, das nicht mehr existierte, nur als eine Metroadresse, das war auch verboten. Und durch verschiedene Leute, die mich geholfen haben, genau auch meine Familie in Frankreich, habe ich die Möglichkeit bekommen, um ungefähr 400 Bilder auszusuchen.
und ich habe die Rechnung nach Suhrkamp Verlag geschickt. Und das war das erste und letzte Mal, dass man mich da hingeschickt hat, um eine Research zu machen. Aber immerhin, diese Bilder waren dann die Grundlage für das Optische in Mara. Und am Schluss, als ich in Bibliothek National ankam, hat der Pförtner mich immer begrüßt mit "Ah, c'est vous, Madame de Sade." Das ist ja natürlich ehrenvoll, aber und diese Bilder habe ich noch immer. Und das war der Grund. Und da hat eine von diesen Bildern ist ja auch ein Bild von David. Und das war der Grundausgang, um das Bühnenbild im Schillertheater zu machen. Wir haben einen tollen Regisseur gehabt, der Konrad Swinarski. Ich habe gerade das Buch über Siegfried Unser bekommen und da steht, dass das Buchwitz war, aber Konrad Swinarski als Regisseur. Da kann man sagen, ändert sich unser Leben ziemlich viel. Schillertheater hat damals eine unglaubliche Angst bekommen, da die haben dann gesehen, es ist ein gefährliches Stück. Man sagt, dass die, was natürlich nicht wahr ist, die Studentenrevolte ist deswegen ausgebrochen. Nein, natürlich nicht. Aber es hat Wörter gegeben, an was man damals gedacht hat. Genau wie man sagt, dass Figaros Hochzeit hat die französische Revolution ausgelöst. Natürlich nicht. Aber es war etwas völlig Neues damals mit Figaros Hochzeit. Und das war der Anfang von Mara. Ich muss dann auch noch dazu sagen, dass Peter hat erst Mara Sad von Dramaten, das ist das größte Theater in Stockholm, angeboten. Und damals war Ingmar Bergman der Leiter davon und wir kannten die alle. Die haben das abgelehnt als unspielbar. Und das ist natürlich nicht die Wahrheit. Und das war ein großes Glück, dass die das abgelehnt haben. Deswegen ist dann Schillertheater und für Peter war das viel besser, dass es in Deutschland wohl aufgeführt ist. Nachdem habe ich das Stück, einige der Peter Bruck, die damals nicht bekannt, so bekannt war, ich saß im Publikum und ist hinter der Bühne gekommen, hat die Skizzen gesehen und das Bühnenbild und sagt, ich mache es in London. Okay. Und genau wie alle Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, hat er gesagt, erst hervorragend, also ich kann es besser machen, ich verstehe es besser. Und er hat auch das Stück toll gemacht in London, muss ich sagen. Und deswegen habe ich dann später mit Peter Brook in New York und in anderen Städten gearbeitet. So, das war ein Anfang auch für meine Karriere und für die Karriere von Peter. Und dann am Schluss ist es auch in Stockholm aufgeführt. Das so. Als dann die großen Theatererfolge kamen, jetzt auch weitere Bücher kamen, Fluchtpunkt etc., Abschied von den Eltern, Peter Weiß recht schnell in Deutschland dann ein anerkannter Autor wurde, recht spät ja auch, und quasi entdeckt wurde und gefeiert wurde. In Westdeutschland passiert es gleichzeitig auch, dass sich eben, man begann in Ostdeutschland für Peter Weiß. Peter Weiß hat ja auch immer über die Ermittlung, wenn ich es richtig weiß, ist er dann spätestens zu einem politischen, zu einem explizit politischen Künstler geworden. Da kommen ja auch die 10 Thesen ins Spiel. Und gleichzeitig hat er ja dann eben auch es genossen, dass man ihn in der DDR und ganz besonders hier in Rostock spielt. Was ja auch einer der Gründe ist, warum wir hier sind. Wie war denn damals für Sie in den 60er Jahren, wie haben Sie die Arbeit hier in der DDR und hier in Rostock erlebt? Und Rostock hat ja damals wirklich alle Stücke auch direkt gespielt anfangs, wenn ich es richtig weiß. Das ist natürlich für einen Autor hervorragend, wenn ein Theater sich einsetzt. Und erst mal natürlich Mara. Und das haben die toll gemacht, auf eine völlig andere Weise. Da
im Schillertheater war es an sich de Sade die wichtigste Person. Bei Peter Brook die beiden. Und dann kann man auf Englisch sagen, Theater of Cruelty, das war seine Sache. Und in Rostock ist dann eigentlich, oder ist, war die Hauptperson geworden. Und das ist das Interessante mit einem Stück, dass man kann das herausholen und auch, und das meine ich überhaupt nicht negativ, was gerade am Gange ist in einer Gesellschaft oder gegen eine Gesellschaft oder dass man das Publikum erzählt, so war es. Und da muss ich sagen, dass der Peter bei jedes Mal, erstes Mal, als er es dann in Berlin gesehen hat, war unglaublich froh und sagte, so muss es gemacht werden. Na, dann kam Peter Brook mit Theater of Cruelty. Und man glaubt es nicht, aber auch ein berühmter und bekannter Autor kann manchmal auch ein Kind sein. Und hat dann an Peter Brooks gesehen und gesagt, so muss es gemacht werden. Und dann in New York das Gleiche. Und natürlich, als er nach Rostock kam, und man hat es nicht völlig, aber anders aufgefasst, dass plötzlich Marat die Hauptsache war, ja, so muss es gemacht werden. Und das muss man verstehen aus, er war ja so unglaublich froh, dass es gemacht ist. Und dann später auch in Stockholm, da ist es ja völlig anders wiederum gemacht. So, das war ein Glücksfall. Und dann hat ja auch der Patton alle seine Übersetzungen von Strindberg gespielt und dann Marat und dann kamen auch die anderen Stücke. Und welcher Autor wäre nicht froh, wenn man eine Bühne hat, die mehr oder weniger alle Stücke spielt? Ich meine, der Brecht hat ja ein Glück gehabt, er hat ein eigenes Theater gehabt. Mhm. Peter hat, wie die meisten Autoren, die müssen in verschiedenen Theater arbeiten und manchmal ist gut, manchmal ist schlecht. Aber Rostock ist dann treu geblieben, bis so, dass Peter den Trotzki gespielt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde vielleicht nochmal auf diese Geschichte zurückkommen, weil da war ja in dem Augenblick, als das Stück Trotzki im Exil erschien, war es ja vorbei mit der DDR. Da war die Liebe relativ schnell erstmal erloschen. Nein, das will ich nicht sagen, dass die erloschen war. Das war, dann haben wir auch Zeuge hier gemacht, das war nicht einfach damals. Das wissen wir. Und dann kann man sagen, dass Freude und andere, als Peter Trotzki geschrieben hat und ich das Bühnenbild in Düsseldorf, haben gesagt, ach, jetzt seid ihr Trotzkisten. Na, das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Ich habe mit die Sache von der Sade gearbeitet und deswegen sind wir nicht Sadisten. Das ist ja eine Frage von einer interessanten Bühnenperson in einer gewissen Periode. Wann, also in der Zeit, als Sie dann ja auch wirklich erstmal nicht in die DDR so richtig einreisen konnten, Sie haben ja erzählt, dass es dann Probleme an den Grenzübergängen gab und dass man sie nicht haben wollte, und gleichzeitig aber Walter Abusch sich weiterhin für das Gespräch sehr interessiert hat, sozusagen trotz allem. Also man hatte politische Vorbehalte gegen Sie, wollte aber weiter mit Ihnen und Peter Weiß reden. Ja, ich war ja sicher überhaupt keine wichtige Person, aber das ist ja hin und her gegangen und das waren Schwierigkeiten, die man überwinden musste. Und da muss ich sagen, es gab ja eine sehr enge Freundin, die nicht mehr lebte, Konrad Wolf. Und auch Manfred Heiburg hat da auch mitgeholfen, den Zustand zu ändern. Aber wir wissen, dass jetzt, wenn man junge Leute über das Politische rede und erzähle, verstehen die es vielleicht hier, aber nicht in Schweden und nicht im West, was damals alles passierte. Die Geschichte muss noch, glaube ich, geschrieben werden. Ich habe in meinem Buch etwas darüber geschrieben und ich kann dann auch erzählen, was einige wissen, was passierte mit Trotzki in Düsseldorf. Und das ist an sich eine tolle Geschichte. Wir haben, das war der Strucks, der war Leiter von Düsseldorf Bühne, das war die Urpremiere.
Und als die Generalprobe kam, dann sitzt man ja ins Publikum, Regie, Regieassistenten, Bühnenbildner. Und da sind unglaubliche Proteste ins Publikum geworden. Proteste mit Schreien und hör mal auf, und das waren Proteste von links und von rechts und von allen. Und auch Proteste gegen das ein politisches Stück in das neu renovierte Theater, Düsseldorf Theater, aufgeführt wird. Peter ist aufgesprungen auf der Bühne und hat ihn heruntergerissen. Er hat gesagt, genau wie in Schweden, wir diskutieren, man braucht nicht ein riesen Krach machen, aber das ging nicht. Er ist dann zurückgegangen nach dem Regiepult, da saß ich, und bevor mir saß ein Mann, und der hat sich umgedreht und sagt, ja, fahren Sie doch nach Hause, Schweden, Schweine, Kommunisten, Schweine. Und da ich ziemlich schnell böse werde, habe ich das Mikrofon genommen und wollte jemanden den Kopf schlagen. Das hat der Regieassistent verhindert. Er sagt, du löst die ganze Turbulenz aus. Weil es ging nicht, man hat alles ausgeräumt, man hat viele Pistolen gefunden, aber eine kleine Gruppe konnte man nicht loswerden. Die sind auf die Bühne gesprungen, haben alle Kleider ausgezogen, war völlig nackt und abgemacht, was man macht, wenn man nackt ist. Und der Strux wusste dann nicht, wie werde ich diese los? So, er hat die Heizung mehr und mehr und höher, und das hat nicht geholfen. Als letzte mitgegeben das, hat er Wagner so laut gespielt, dass es nicht auszuhalten war, und dann sind die weggegangen. Das war die Premiere von, oder eine Hauptprobe von Trotzki im Westen. Ich glaube, solche Sachen werden nicht mehr passieren. Das war das politische Stimmung im West, politische im Ost. Und da kann man sagen, dass sowohl Peter als ich, wir haben den Vorteil gehabt, um in das sogenannte neutrale Schweden zu leben und das auf eine andere Weise zu sehen. Nach dieser Zeit, also nach dem Trotzki-Stück, begann ja dann Peter Weiß recht bald mit der Arbeit an der Ästhetik des Widerstands, auch unter anderem mit tatkräftiger Hilfe hier auch wieder aus der DDR. Und er hatte ja seinen ersten Herzinfarkt. Wenn Sie draußen, ich empfehle übrigens sehr den Büchertisch, und wenn Sie draußen sehen, ist die sechsbändige Werkausgabe, die Sie ja gemacht haben beim Surkamp Verlag, und dort ist auch dieser wunderschöne Text Rekonvaleszenz drin, in dem er darüber schreibt, wie er sozusagen nach dem Herzinfarkt wieder... Das habe ich erst nach seinem Tod herausgegeben. Dann Peter hat es nie selber herausgegeben. Das hat er im Krankenhaus geschrieben. Danach, wie gesagt, hat er ohne Unterlass und auch am Anfang gegen ein bisschen gegen den Verlag und ein bisschen gegen die Kritik, gerade in Westdeutschland, die Ästhetik nicht nur geschrieben, sondern auch peu à peu alle drei Teile veröffentlicht, die ja dann auch, Sie haben ja auch diesen wunderbaren Band Peter Weiß Leben und Werk herausgegeben, in dem auch viele seiner wunderbaren Bilder sind, und darin ist eine Erinnerung von Heiner Müller, wie Heiner Müller sagt, dass er dann mit Peter Weiß zusammengesessen hat und Peter Weiß sehr glücklich ist, dass die Ästhetik endlich auch in der DDR erscheint. Die ist ja, glaube ich, 1982 dann auch erschienen in der DDR. Also kurz nach dem Abschluss im Westen. Ja, ja. Und das, es gibt eine Geschichte um diese dreibändigen. Den dritten Teil, Peter war gesund geworden von seiner Herzinfarkt, aber er hat ja dann 9 Jahre mit Ästhetik gearbeitet, und im dritten Band hat er, und das war alles in guten Willen, die Frau Borsche von Surkamp gefragt, gibt es viele Skandinavisten in diesem Buch? Und sie hat zu viel geändert, und er hat versucht, das zurückzuändern. Denn sie hat nicht verstanden, dass jede Zeile ist wie eine Musikkomposition, wenn man das laut liest. Dann ist es in Henschel Verlag rausgekommen, besser, dritter Band, und komischerweise ist die schwedische, er hat ja
nicht selber übersetze, aber zusammen mit einer Übersetzerin alles kontrolliere. So an sich ist Ästhetik am besten, wenn man Schwedisch lesen kann. Und ich streite dafür, dass man bei Surkamp noch einen Haufen von diesen Änderungen zurück, ja, dass man das Ursprüngliche, aber es ist bisher noch nicht geglückt. Und das Zweite, was ich will, ist, dass man jetzt nach 30 Jahren auch ein Band macht, wo alle Namen drin sind. Und was waren das für Leute? Ich habe kontrolliert. Vor nicht so lange war ich in Berlin und da habe ich einen jungen Mann gefragt, weißt du, wer Willy Brandt ist? Nö, das weiß ich nicht. So, ich meine, es ist notwendig, dass man auch dazu fügt, ein Band, welche Leute kommen in diesem Buch. Das sind bekannte Leute, aber auch sehr unbekannte Leute. Das sind schwedische Leute, die hier überhaupt nicht, ja, man kennt sie nicht. Und da muss man ja wissen, dass Peter hat so lange in Schweden gelebt. Er ist 22, er war 22, wenn er nach Schweden kam, er war 65, als er starb, dass er natürlich literarische Leute in ganz Skandinavien gut gekannt hat und Einfluss hat gehabt und das auch im Bekanntenkreis. Und das sind eine Haufen von Leuten, die man überhaupt nicht weiß, was das für Leute sind. Und da, deswegen will ich, dass man in diesen Neuausgabe, wenn es kommt, aber die werden es nicht machen, sogar, die Namen, er hat das gemacht. Ja. Schreiben Sie Briefe nach Berlin an den Surkamp Verlag. Wir wollen ein Registerband, wir wollen ihn noch wirklich sehr gern. Sie haben ja in der ganzen Zeit, also Peter Weiß starb Anfang der 80er Jahre, Sie haben die ganze Zeit ja auch an vielen verschiedenen Bühnen gearbeitet, während er in der Ästhetik gearbeitet hat. Sie waren auch viel in verschiedenen Städten unterwegs. Er war in Berlin, Sie waren in Stockholm und dergleichen. Dann starb er. Und dann ist etwas sehr Freches, ich glaube, ich habe das in der Wikipedia gelesen. Heute arbeitet Gunilla Palstierna Weiß als Nachlassverwalterin ihres Mannes. Das ist etwas, was, ich weiß nicht, völlig unmöglich. Ich habe weitergearbeitet und bis jetzt, und ich bin sehr alt, arbeite noch. Nicht mit Bühnenbild, aber mit anderen. Natürlich hat der Peter viel Zeit genommen. Und ich habe mich dafür eingesetzt. Aber wie ich vorher gesagt habe, ich bin berufstätig. Ich habe dann lang auf der Bühne, zum Beispiel habe ich 20 Jahre mit Ingmar Bergman gearbeitet. Auch als er nach München ging, 9 Jahre war er in München, alle Bühnenbilder dort gemacht, auch in Salzburg. Ich habe zusammen mit meinem Sohn haben wir in Moskau und Odessa gearbeitet. So, die Arbeit ging weiter. Und da kann ich sagen, das ist ein Vorteil, eine Arbeit zu haben, wenn etwas passiert, was sehr schlimm im Leben ist, dass du weißt, du kannst auch etwas anders machen und nicht nur eine trauernde Witwe sein. Das ist ein Riesenunterschied und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig für Frauen in unserer Zeit, nicht nur Hausfrau. Da werden die Kinder groß sind, dann geht die Arbeit auf das Haus und dann steht man. Was macht man dann? Weil ich habe verantwortlich 17 Mal bis jetzt gearbeitet und das gehört dazu. Und das sind auch ein Haufen anderer schwedische Regisseure und russische Regisseure und so weiter. Und ich habe ja auch sehr viel befasst mit Kulturpolitik in Schweden. Ich saß in der ersten, ja, und in der Zeit von Palme dann, wo man über Kultur geschrieben hat, was kann man für Kultur machen und das Ökonomische. Und da habe ich eine Rede gehalten über, wie wenig Autoren bekommen. Und dann habe ich ausgerechnet in dieser Rede, die ich gehalten habe im Departement, dass der Strindberg, da ich musste einen bekannten Autor haben, Jeleke, dass Strindberg hat mehr Leute Arbeit gegeben als Volvo und ASEA zusammen.
Und das Kulturdepartement hat überhaupt keinen Sinn, um zu existieren, wenn nicht Künstler, Dramatiker und so weiter, von der Stuhlwohnung drauf sitzt bis der große Opera, das machen. Das sind die, die wirklich gearbeitet haben. Und das Kulturdepartement ist da, um das zu fördern. So, ich meine, man kann es auch umdrehen in die ganze Sache. Das sind Bürokraten und die sind da, um uns zu helfen. Warum werden junge Leute ausgebildet und dann keine Arbeit? Ich meine, das kostet der Staat auch einen Haufen von Geld. Naja, das ist eine kurze Geschichte, aber mein Engagement in Kultur und Schweden. Und ich werde nächste Woche in ein Haus eine lange Rede über das neue Kulturdepartement haben. So, das Leben geht weiter. Ich möchte noch auf einen Aspekt kommen. Das, was ja auch damit enthalten ist, Sie haben eben so ein wunderbares Zitat, Siegfried Unselt hat sehr viel für Peter Weiß und Sie getan, aber Sie haben ein ganz hässliches Zitat von ihm gesagt und haben danach erklärt, warum der Feminismus in Schweden und überhaupt die Rolle der Frau in Schweden und auch die Rolle der Männer in Schweden anders definiert ist als hier. Und das fand ich sehr toll. Das finde ich schön, wenn Sie das ja, erzählen. Ja, ich soll das erzählen. Nach der Premiere von Mara, Peter und ich waren noch nicht aufgestanden und dann kam Siegfried rein. Tolle Kritiken, wunderbar. Und erst hat er gesagt, ach, du bist ein Bettschönheit, das ist ja auch nicht so nett. Dann hat er gesagt, jetzt wird Peter weltberühmt. Dann musst du deine Arbeit aufgeben. Ja, und dann habe ich geantwortet, Siegfrieds erste Frau war von Anfang, glaube ich, Lehrerin. Ich habe das angenommen und gesagt, wäre es so gewesen, dass wenn deine Frau der Rektor von einer Universität geworden ist, gibst du dein Verlag auf. Und dann hat er geantwortet, solche Frauen wie du macht ein Mann impotent. Das ist der Titel. Letztes Jahr ist eine ganze Stunde im Fernsehen über meine Arbeit gewesen und das ist Titel von diesem Programm gewesen. So, das ist nicht immer so einfach gewesen, aber man muss das überleben und als Witz und weitergehen und eigene Kinder auf eine andere Weise erziehen. Ja, ich muss dann auch erzählen, dass wir lebten in Berlin in dieser Zeit mit den großen Demonstrationen, was gestern Frau Röhl erzählt hat über ohne Sorg und so weiter. Und da habe ich ein Bild, und ich muss vorher sagen, ich fand es gestern hervorragend und unglaublich inspirierend, was ich da gehört habe, diese Vortrag von Frau Röhl, Anja Röhl. Aber da gibt es ja ein Bild, das sehr bekannt ist, von einer Demonstration. Und da geht der Salvador Gaston ganz vorne, und dann geht der Peter und ich, aber da geht auch der Dutschke, die dann, und in ein kleines Stückchen sieht man Ulrike Meinhof und dann der Verleger Fettrinelli. Und da habe ich in meinem Buch geschrieben, der Dutschke ist nach vielen Jahren, von dass er erschossen ist, gestorben. Der Fettrinelli ist von Rechtsleuten ermordet und aufgehängt. Und dann am Ende habe ich geschrieben, dass es noch nicht geklärt, wie Ulrike Meinhof gestorben ist. Ich habe ziemlich viel über diese Zeit geschrieben. Und am Ende habe ich geschrieben, der Peter hat eine normale Tod gehabt, ja, normal, wir sterben ja alle und ich lebe noch. Das steht unter dieser Folie. Thank you.
gerade nochmal durchlaufen, was sehr schön ist, haben wir jetzt natürlich die Gelegenheit, und Sie alle haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, und Gründer der Panzerkerner Weiß wird sich freuen, sie zu beantworten. Ich kann, das ist nicht sicher. Haben Sie eine Frage? Nein. Ich kann ein bisschen erklären, was das für Bilder sind. Das ist für eine, ich bin nicht gläubig, aber das ist für eine Kirche gemacht. Das ist ein Wandrelief für ein großes Krankenhaus und da hat Peter mitgeholfen. Das sind Details von das und das ist alles handgemacht. Das ist nicht, hat nicht jemand anders gemacht, das habe ich selber gemacht. In einer Fabrik, eine Klofabrik, habe ich das gemacht. Das ist das Material vom Klo, aber mit meinen Glasuren. Und hier sind dann verschiedene Details. Das ist an sich das Größte, was ich je gemacht habe. Ich habe 3 Jahre lang gearbeitet. Und ein toller Architekt, der mich die Aufgabe gegeben hat. Ja, kommt noch mehr. Geht langsam, man kann es schneller machen. Wann sind Ihre Steine? Nein, das geht nicht. Nein, okay. Aber immerhin, das ist hier, wo man Peter Herr Pamscheiner genannt hat. Ja. Das ist in einem Café, in ein anderes Krankenhaus und das sind sandgegossene Stücke, also ein Beisammer, wie man im Mittelalter Keramik gemacht hat. Da ich habe das damals untersucht und ich fand das ganz toll. Und das sind dann Details daraus. Ich habe noch zu Hause ungefähr 2 Tonnen von diesen verschiedenen und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber es ist so, dass ich musste das aufgeben, Töpferei und auch Wandreliefe, da es ist mehr und mehr Bühne geworden und man kann nicht eine Werkstatt haben, wenn man lange Zeit im Ausland ist. Das ist für das neue Funkhaus in Stockholm. Und das hat mit Schatten zu tun. Morgens kommt das Licht von links, abends von rechts und im Nacht hat man eine Beleuchtung gehabt. Das hat mit Schatten zu tun. Das ist für eine, das sind 4 oder 5 solche für eine Fachschule für Metallarbeiter in Schweden. Da glaubt man, dass es ein Spiegeleffekt ist, ist es nicht, es ist ein Glas dazwischen. Und hier fängt dann Bara an. Das ist eine der Figuren in Bara, die ich dann aufgebaut habe, Schreckensfigur. Und das ist eine Zeichnung von David, wovon ich erzählt habe, dass das war der Anlass, um das Bühnenbild auf diese Weise zu machen. Gleichzeitig habe ich im Gefängnis in Stockholm gearbeitet und einen Teil von der Architektur von dem schwedischen Gefängnis gebraucht dafür. Das ist das Schülertheater und hier kann man sehen, die Zeichnung von David oder Malerei von David und wie man das in London gespielt hat. Das kommt jetzt. Das ist der, der Schauspieler Jan Richardson, das genau aufgebaut ist auf dieses Gemälde von David. Und da kann ich erzählen, dass die Stoffe, ich wohnte damals in London bei Peter Brook. In sein Haus und er hat unglaubliche Vorhänge. Und was man im Kostümatelier in London gemacht hat, war unglaublich schlecht. So, ich habe nur gesagt zum Frühstück,
genau diesen Stoff will ich haben. Ich will deine Gardinen haben. Und dann hat er auf Englisch höflich gesagt, of course. Ja, er hat es nicht gemeint, aber als sein Diener wegging, hat sein Diener und ich alle diese Gardinen heruntergenommen und die Kostüme in London daraus gemacht. Und später habe ich einen Tony Award für diese Kostüme bekommen. Das ist die Skizze für Kollegen. Und die waren ganz verschiedene Länder. Das sind die vier Sänger, die Skizze für die vier Sänger im Schülertheater. Die waren die einzigen, die ein bisschen Farbe haben gehabt. Das sind auch Skizzen, wo ich später den Stoff von Peter Brook verwendet habe. Die Patienten. Ich bin ziemlich realistisch in meinen Skizzen. Da Kostüme müssen ja der Schauspieler haben. Ich meine, da muss man ja auch wissen, wie ein Körper, wie weit man gehen kann. Und das ist die Mutter in Marassade, die ist dann aufgebaut. Das ist der Saal, der dann ziemlich normal aussieht, nur als Anzüge von Ende 1700. Und da wollte ich einen Vorhang haben und keiner konnte es machen im Schülertheater, so das habe ich selber gemacht, das Ganze. Ich wollte einen richtigen, kitschigen Vorhang haben. Aber es ist sehr schwer, kitschige Sachen zu machen, wenn man eine Aufleitung als Künstler hat. Das ist Stockholm und da habe ich das ganze Publikum, ja, jetzt weg. Das ist die erste Skizze vor Ermittlungen, die ich mit Ingmar Bergman gemacht habe. Und so ist es in der Wirklichkeit geworden. Und die Löcher da oben sind genauso groß wie die Löcher im Gaskammer in Auschwitz. Das sind dann schwedische Schauspieler. Ich habe ausgerechnet, es ist wie ein... Dieses Holz macht, dass alle Geräusche hören. Und das sind dann die schwedischen Schauspieler. Die Angeklagten sind privat gekleidet. Die Zeugen alle im Bau, aber einzelne Stühle. Das ist das Erste. Ich habe x-mal Szenenwerk Totentanz gemacht. Das ist das Erste, die Skizze. Und ich habe gerne eine Komödie gemacht, aber das nächste an Komödie, ich gekommen bin, ist der Totentanz von Strindberg. Das ist ein anderer Totentanz, den ich mit Ingmar Bergman gemacht habe. Sind sie kleine Änderungen, die man kaum sieht. Das ist die einzige Änderung, ist, dass der Wand zusammenfällt und es ein Gefängnis ist. Und das war der Vietnam-Diskurs, das wir zusammen gemacht haben, Peter. Das ist die Skizze dafür. Das ist Vietnams ganze Geschichte in diese Fahnen. Der eine nach der anderen kam herunter. Das ist dann die Wirklichkeit. Die Fotos sind nicht hervorragend, da ich habe in einer Zeit gelebt, wo man eigentlich nur Schauspieler fotografiert hat und nicht das Bühnenbild und nicht die Umstände, wie es gemacht ist. Das ist der Trotzki in Düsseldorf, das ist das Modell und das ist, wie es geworden ist. Das ist eine riesige eiserne Wand. Das konnte ich nicht zusammenschweißen, heißt das. Das habe ich dann selber gemacht. Das ist eine Skizze für Lorca. So, ich habe nicht nur Pepe gemacht, da gibt es ja auch andere Autoren. Das ist auch von Lorcas Hochzeit, heißt das. Ja. Das ist auch Bluthochzeit, das ist der Braut. Da habe ich Regie geführt, zusammen mit einer anderen Frau und das Bühnenbild gemacht. Und ja, da kann ich dann auch gleichzeitig erzählen, dass am Ende das letzte Stück von dem Peter, da haben wir zusammen Regie geführt. Ich habe das Bühnenbild gemacht. Das ist auch Lorca.
Und das war nicht einfach. Da habe ich verstanden, man braucht einen Regisseur. Da wir haben ziemlich viel Kraft gehabt. Und als wir nach Hause kamen, hat unsere Tochter, die damals 9 Jahre alt war, gesagt, ist es ein privater Krach oder ist es ein Bühnenkrach? War es ein Bühnenkrach dann? War sie ganz zufrieden. Das ist ein Stück, was ich über Benny Bruce gemacht habe, zusammen mit Ingmar Bergman. Und das ist in diesem Schauspiel sehr viel. Und dann hat der Ingmar gesagt, du darfst diesem Schauspiel das nicht zeigen, weil sie glaubt, das ist eine Karikatur. Aber das ist es. Das ist die Frau, da sieht sie ähnlich drin. Und alle, das war am Plakat. Ja, jetzt findet man das nicht schockierend. Damals fand man so ein Plakat unglaublich schockierend. Das versteht man kaum. Und jedenfalls junge Leute verstehen das nicht. Habe ich mit Kortner gearbeitet und das war mein Best. Und habe ich nur die Modelle, das Einzige, was auf die Bühne steht, und die dreht sich langsam und man kann die öffnen. Und mit Kortner habe ich eine tolle Geschichte erlebt. Er wollte die Skizzen im Hotel Kempinski sehen und auch das Bühnenbild. So, ich habe alle Skizzen im Foyer Hotel Kempinski in Berlin ausgelegt und auch das diesen Turm und plötzlich, keiner glaubte, dass damals stand ein Tiger im Foyer. Und der Gordner hat gesagt, Frau Weiße kommt anscheinend, gesagt, Sie hören ja überhaupt nicht zu. Nein, habe ich gesagt, bitte drehen Sie sich um, es läuft ein Tiger durch das Zimmer. Und da hat er natürlich gesagt, Sie sind ja völlig verrückt, Frau Weiße. Er hat sie umgedreht und da war der Tiger. Und keiner hat es geglaubt, deswegen, aber dann stand es in die Zeitung, dass ein Tiger von einem Zirkus ist im Hotel Kempinski gewesen. Das sind alle verschiedene Teile von Macbeth. Das ist unglaublich grob, ekelhaft gemacht, das Ganze. Mit damals mit ihm zu arbeiten, das war ungefähr mit Theater- und Filmgeschichte zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist einmalig. Er war nicht einfach. Das sind dann die Soldaten, die beleuchtet werden, sodass diese Blätter werden im Anfang grün und werden dann weißer und weißer und weißer. Das sieht sehr realistisch aus, das ist Fräulein Julie, was ich mit Ingmar gemacht habe. Aber alles ist grau in grau und das baut auf, wie man es beleuchten kann. Im Anfang ist es eine warme Beleuchtung mit Kupfer und alles und am Schluss, wenn sie sich selber tötet oder tot, ist alles grau. Und da habe ich dann das Bühnenbild von Strindberg, nach was er geschrieben hat. Das sind dann einige Skizzen dazu. Und Lila war damals nichts für junge Frauen, da es ist ein Symbol von Tod damals. Da braucht man nicht zu wissen. Aber ich, die die Kostümskizze mache, muss es wissen, was für Symbole die Farben haben. Und dann ist es auch etwas, eine Lust, diese Skizzen zu machen, nicht nur schnell zusammenzulassen. Ich habe dann auch mein eigenes Papier da gemacht für die Sachen. Das ist das Dienstmädchen. Da muss man ja wissen, dass sie später dann als eine sehr gefährliche Frau am Ende von Strindberg kommt. Mit Psalmbuch und alles. Das ist ein von den Stücken, wie heißt das auf Deutsch, Kropücken? Popanz. Da habe ich eine riesige Sache zusammengeschweißt, das am Ende vom Stücke nach vorne gefallen ist. Und dann sieht es aus wie eine Guillotine. So sieht es aus in der Wirklichkeit. Das war das Einzige, was auf der Bühne stand. Und
Dann habe ich in Salzburg Don Juan gemacht und das sind dann verschiedene Don Juan selber als ein ziemlicher, lass uns sagen, ekelhafter Kerl. Da kommt ein Teil, wo er sich anzieht. Zuerst sieht man den Don Juan auf diese Weise. Dann kommt ein Korsett. Ja, dann geht es weiter. Die haben es ausgebucht in Salzburg. Das war auch der Ingmar, der es gemacht hat. Und ich ging ja nie in Premiere. Und da habe ich gesagt, kannst du nicht in Deutschland machen. Dann ist das eine Ablehnung von deinen Schauspielern. Aber er ist nicht gekommen, hat nur ein Zettelchen geschrieben, Gunilla, du schaffst das. Ja, das macht man. Da steht man allein. Und als dann der Vorhang herunterging, bin ich auf die Bühne gegangen und dann habe ich gesagt, ich wollte sagen, der Herr Bergen hat einen Herzinfarkt. Aber so weit kam ich nicht. Ich habe nur gesagt, der Herr Bergmann und die Hälfte von das Publikum hat geschrien, ah, er ist schon tot. Die andere Hälfte, dann hat der eine Hälfte hat geklatscht, fand es fabelhaft und die andere Hälfte war wütend. Das war Salzburg. Und in Salzburg bin ich, glaube ich, die erste Frau, die ein Bühnenbild gemacht hat. Und Salzburg ist, hat doch 70 Jahre, glaube ich, existiert. Das gehört alles. Jetzt ist es ganz schnell vorüber und vorbei. Ja, guck doch etwas, ja. Derjenige, der es nicht aushalten kann, das Ganze nicht zu sehen. Ich habe es an sich immer als ein Hintergrund gehabt. Nur, dass ich bin Bühnenbildner. Also ich kann da nicht alleine stehen, das muss ja irgendwo hinten passieren. Das ist Komprowitsch für. Dann die erste Szene ist alles grün und alle Frauen und Herren sind grün. Die zweite Szene, die sehr kitschig ist, das ist Yvonne von Komprowitsch. Das sind diese Farben. Das geht dann. Dann sind alle Kostüme in braun oder beige. Nur die arme Yvonne. Und durch das Ganze ein blaues Kleid. Dass man genau weiß, das ist die One. Ja. Ich habe die ersten Schritte. Ja, das ging auch. Ja? Das ging auch. Ja, bitte, wir können. Wir nehmen mal eine Frage an, genau. Sie haben eine Frage. Ja, ich habe eine Frage und zwar habe ich gehört, dass Sie auch Simone de Beauvoir getroffen haben? Oder? Ja, es ist so, dass Peter und ich und viele andere haben ein Bertrand-Russell-Tribunal in Stockholm gemacht, kann man sagen. Von Anfang ohne Erlaubnis von der Regierung, die wollten es nicht haben, und das war ja damals, wenn die Amerikaner in Vietnam waren. Und zwei von den Gästen, die da sprechen sollten, waren Sartre und Simone de Beauvoir. Und den habe ich sehr gut kennengelernt, so den habe ich dann später auch in Paris begegnet. Also, der Anlass war damals diese Vietnam-Tribunal. So. Zufälligerweise habe ich ziemlich viele Leute begegnet. Und an sich könnte dieses Buch doppelt so dick werden, aber das ist ziemlich langweilig. Und man soll nicht immer Namen nennen. Und viele von den Leuten, die in diesem Buch sind,
waren, als die jung waren, überhaupt nicht bekannt oder berühmt. Heute sind sie berühmt geworden. Das ist, ob das ein Zufall ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist Eugenio Nie. Habe ich auch mit ihm mal gemacht. Naja, ich habe ziemlich viele Stücke mit ihm gemacht. Und wir haben bei jedem Stück einen Krach gehabt. Gibt es weitere Fragen? Du gehst in deinem Buch auf zahlreiche Arbeiten an schwedischen und ausländischen Theatern ein. Da wir hier in Rostock sind, interessiert, du hast ja auch in Rostock gearbeitet, 1983 die Ausstattung für den Hölderlin. Ja, ja. Was kannst du zu der Arbeit sagen? Was kann ich dazu sagen? In meinem Buch habe ich drei Hölderlin beschrieben. Stuttgart, Hamburg und Berlin. Da diese drei Aufführungen haben laut Peter damals, er war nicht einig, wie die das gemacht haben. Ich muss diese drei erst nennen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass hier in Deutschland hat man natürlich Goethe und Schiller und alle, die da auf der Bühne, auf die Schule gehabt. Man hat das als die Ewigkeit, das gehört zu den klassischen Bildung hier. Da muss ich sagen, in Rostock ist es sehr viel gemacht, wie Peter es sich gedacht hat. Weil ich kann, da die Aufführungen in damaliger Westdeutschland, West-Berlin, so schwer waren für den Peter, habe ich das in meinem Buch verwendet, um zu erzählen, wie ein Autor das auffasst. Und dann später haben wir Hölderlin in Stockholm gemacht und dann mehr oder weniger selber Regie geführt. Und das war eine sehr anständige Aufführung. Und die in Rostock war auch eine tolle Aufführung. Aber ich habe gedacht, jetzt spreche ich nur über das Negative und warum auch Peter damals krank geworden ist. Sollte ich alle Aufführungen nennen, sowohl in Ost als West, dann konnte ich noch so ein dickes Buch, ich muss ein Auswahl machen. Das ist die einzige Rede, dass ich das nicht auch nochmal genannt habe. Da steht hinter dem Buch alle, die wichtigste Bühnenbilder und da steht Rostock auch dabei. Das ist nicht, man kann es vermissen, aber es ist unmöglich, alles zu schreiben. Ich muss dann auch eine Wahl machen. Und das passte besser in die Kritik, die der Peter gegen damals Peimann und da waren noch andere Hoffmann hat gehabt. So ist es eigentlich. Es ist keine Kritik, kein Versehen, aber ich kann nicht alles nennen. So einfach ist es. Ja. Vielleicht können Sie noch was dazu sagen, wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Das war ja eigentlich eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Rostocker Volkstheater, Anselm Pertin und Peter Weiß. Und gab es Unterschiede in der Arbeit mit Rostock, weil es eine Stadt im Osten in der DDR war? Nein, ich weiß es nicht. Er würde das nicht sagen, dass wenn man mit einer Bühne arbeitet, ich kann sagen, dass der richtige Unterschied ist, Bühne in Skandinavien zu machen oder, lass uns sagen, West- oder Ostdeutschland oder eben in Frankreich, dass die Schweden mit einer sehr langen demokratischen Tradition, da gibt es keinen Unterschied zwischen Arbeiter, die mit Kostümen, Kostümieren und dann, da ist wie eine große Familie mit Krach und alles. Und da finde ich und fand ich, dass sowohl Rostock als Berlin
war viel mehr diktatorisch. Und, dann, ja. Und manchmal überhaupt nicht. Das hängt davon ab, welche die Truppe ist, mit der man arbeitet. Da muss ich sagen, dann vergisst man völlig, ob es politisch ist oder nicht. Es ist ein Handwerk, das muss auf die Bühne, man muss ein gutes Verhältnis zu den Arbeitern oder den Technikern haben. Ich sehe nicht, dass da ein Spezialunterschied. Bühne ist Bühne, wo man je kommt, ob das China oder ob das England ist. Und wenn ich finde, ist das Rostock, das war typisch Rostock oder das war typisch Amsterdam. Nee. Ich kann sagen, etwas, was typisch deutsch war, was es viel mehr autoritär war. Das war sowohl in Ost- als Westland. Jetzt weiß ich nicht, ich habe es ja lange nicht hier gewickelt. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Dann, wenn ich recht sehe, dass ich nicht Meldungen sehe, würde ich sagen, Sie haben ja eben auch schon gesagt, Rostock war natürlich trotzdem sehr wichtig für Peter Weiß, weil er hier ein Theater hatte, das fast alles von ihm gespielt hat, mit dem er auch fest zusammenarbeiten konnte, und das ist ja auch eine schöne Sache. Ich wünsche Ihnen eine Frage. Mir ist noch was eingefallen. Und zwar dieser letzte Gedanke, den Sie gerade geäußert haben, den finde ich sehr wichtig in der Rezeption und in der Beurteilung, wie der Weiß. Weil in dem einen Buch Rapporte 2 wird sehr gut, beschreibt er sehr gut in einem Brief, warum er nicht nach Deutschland West oder Ost zurückgekommen ist, warum er in Schweden geblieben ist. Und das ist auch genau dieser Punkt, dass ihm Deutschland sowohl in Ost als auch in West zu autoritär war. Und wir haben ja jetzt ein Rollback der autoritären Verhältnisse, auch in beiden Deutschlands. Ich finde, dass man Peter Weiß viel mehr wieder in den Mittelpunkt drücken sollte und auch versuchen sollte, dass er wieder auf Bühnen gespielt wird, um hier ein Gegengewicht herzustellen und seine Bedeutung von dieser Seite her aufzuziehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, und deswegen fand ich das jetzt ein schönes Ende an dem Punkt. Ja, ich danke auch nochmal, und ich wünsche Ihnen, aber ich wünsche vor allen Dingen uns, dass Ihr Buch alsbald übersetzt wird, denn wir möchten noch eine Menge lesen, und wir wünschen uns natürlich auch ein zweites Buch. Sie haben uns jetzt wild darauf gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Gunilla und Hans-Lena Weiß. Ach nee, wir sind gleich.